Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel, und das ist wahrscheinlich eventuell der letzte Part NES Remix 2. Erreiche das Grün mit nur einem Schlag. Das Loch ist 142 Yards entfernt. Ja, dann ist es doch perfekt, eigentlich relativ einfach. Oh mein Gott. Wir haben wieder drei. Perfekter Schlag. Aber der ist zu kurz. Ich wollte einen stärkeren nehmen, hab's aber nicht gemacht. Weiß nicht genau wieso. Da war auch ein bisschen Wind, hatte ich das Gefühl. Wir probieren es mal so. Oh, der war auch wieder gut. Da ist ein bisschen Wind. Da wird ja Wind angezeigt. Der reicht auch nicht. Obwohl der richtig gut war. Dann nehmen wir mal hier 170 Yards. Der Wind ist ein bisschen stark. Da korrigieren wir nochmal ganz kurz. Und dann, ja, man muss viel früher klicken. Wenn du jetzt zu weit fliegst, dann hau ich dir irgendwo gegen, ey. Dankeschön. Wahrscheinlich ist die letzte Aufgabe Hole-in-Ones schlagen. Das wird dann schwierig. Ich habe nicht auf den Wind geguckt. Ist gerade das Problem. Fliegst du viel zu weit? Oh. Nein, das war gut. Das war echt gut. Scheiße. Das war der Wind. Ich glaube, es war der Wind, den wir nicht mit einberechnet haben. Und eventuell der kleine Pixel, wo wir zu weit nach links. Mann! Also es ist nicht unmachbar, ne? Das sind schon Aufgaben, die kann man schaffen, aber es ist schon schwierig. Ich denke mal, das wird man so sagen können. Oh, der macht jetzt einen viel zu großen Bogen. Oh, Scheiße! Jetzt einen perfekten Schlag einfach. Oh nein! Das ist gar nicht so einfach. Jetzt müssen wir auch hier das wieder schaffen. Oh Mann! Habe ich nicht gerade auch ein 170er Eisen genommen? Ich weiß es nicht. Boah, das ist so. Oh Mann! Das ist so ein Scheiß! Och, bitte! Das ist so ein großer Scheiß. Du musst immer früher drücken als da angezeigt. Das macht für mich immer keinen Sinn. Das ist voll schwierig, sich das in meinem Kopf zu behalten. Du musst drücken, wenn du eigentlich noch nicht drücken willst. Dann kannst du gewinnen. Oh, der war gut. Ja, das muss ja jetzt klappen. Ja, ich wollte schon sagen. Okay. So. Erreiche das Grün mit nur einem Schlag. 120, wir nehmen 140. Ich weiß nicht ganz genau warum, aber wir machen einfach mal. Waren wir gerade schon bei der dritten? Das haben wir doch schon geschafft, oder? Oder haben wir gerade hier gehakt? Ich weiß es nicht mehr. Wir lassen es mit dem 140er. 120 reicht. Der fliegt jetzt wieder. Oh, Mann! Jetzt habe ich wieder das Gefühl, hätte ich ein bisschen nach rechts gezielt, dann wäre der jetzt drauf. Wenn ich das aber jetzt mache, dann funktioniert das wieder nicht. Das ist so. Im Grunde ist es einfach nur Glück.
Einfach Glück, ob man mal den richtigen Schlag erwischt. Ja, das passt. Wunderbar. Okay, jetzt haben wir noch 4 Leben fürs Letzte. Ich glaube, das haben wir gerade auch schon geschafft, ja. Nee, doch nicht. Wind einberechnen. Und jetzt. Scheiße, richtig scheiße. Wobei, naja. Der war gar nicht so der war gar nicht so schlecht. Ich korrigiere einmal ganz leicht und dann. Ja, hier brauchst du einen perfekten Schlag. Ja, bitte! Bitte! Yes! Jetzt müssten es nur noch Regenbogensterne sein. Ja, super, ey. Wunderbar. Da haben wir die erste Hürde, haben wir schon mal geschafft. Alter, wir brauchen nur noch 7 und 8. Nur noch 7 und 8. Dann haben wir dieses komplette Spiel. Gewinne gegen Luigi. Ach du Scheiße. Nur das Loch hier, oder wie? Fast perfekt. Fast perfekt der Schlag. Ich hatte leider nicht die komplette. Ich hatte leider nicht den kompletten Schwung. Also ich hatte ein bisschen zu wenig Schwung. Jetzt bin ich sehr gespannt, was macht Luigi? Was macht Luigi für einen Schlag? Hast du eine Chance gegen mich, Luigi? Oh, nicht so gut, nicht so gut hier für Luigi. Nee. Also Luigi, das wird schwierig für dich. Das muss ich dir einfach mal an der Stelle schon fast so sagen. Oh, fuck. Es wird vor allen Dingen jetzt schwierig für mich, da irgendwie aufs Grün zu kommen. Das ist so richtig richtig verkackt. Richtig verkackt. Ja, viel zu feste. Das ist so schwierig, das einzuschätzen. Was macht ihr da für komische Sachen? Der hat slow gemacht und. Och, nee. Luigi gewinnt gegen mich. Das ist so unfair. Wenn ich wüsste. Oh Mann. Oh. Ich bin so ein Loser. Wow, ganz nah dran. Ich glaube, ich bin noch weiter weg wie Luigi, oder? Oh, er puttet auch noch vorbei. Das tut natürlich weh. Ja, aber Luigi hat gewonnen. Och, natürlich. Jetzt müssen sie mir nochmal richtig einen reindrücken, oder? Oder ist es jetzt unentschieden? Ja, wahrscheinlich. Mist! Es ist ja nicht nur das Ding, dass ich gegen Luigi gewinnen muss, ne? Da würde ich ja jetzt noch sagen, okay. Der hat sich auch echt schlecht angestellt. Aber ich muss ja auch noch Regenbogensterne schaffen. Und je schlechter ich halt gegen Luigi spiele, desto ja länger brauche ich ja. Und desto unwahrscheinlicher werden die Regenbogensterne. Und das ist ja gerade schon irgendwie eine komische Sache. Warum ist der jetzt weitergegangen? So, es sind noch 74 Yards. Das heißt, ich mach mal so die Hälfte. Ich versuche es mal. Ja, das könnte vielleicht gar nicht so schlecht sein. Das ist echt noch zu weit. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht unbedingt erwartet. Gut, der Wind ist natürlich ein bisschen. Macht der immer das Gleiche? Kann das sein?
Ja, das ist halt Schwachsinn. Es sind noch 18 Jahre sicher. Das war richtig dumm! Mann, das war richtig dumm! Das war richtig dumm. Ich hab... Oh, den... Mann, ich bin durcheinander gekommen, weil ich ihn nicht... Hatte ich jetzt einen Putter oder hatte ich jetzt einen... ne? Weißt du Bescheid. So, ich glaube, hier ist es wichtiger... Da ist es wichtig, volle Power zu erwischen. Da kannst du ruhig ein bisschen schief liegen. Ja, komm, nehmen wir so... Fliegt 100. Oh, richtig schlecht. Richtig schlecht, was ich da mache. Golf ist... Also es war echt human alles, was wir gemacht haben. Ne? Ich meine, also die Bewertung war echt in Ordnung. Da kann man jetzt nichts groß gegen sagen, aber... Ne, ich will... Der war gut. Die Bewertung war echt human, aber ich zweifle halt daran, dass sie immer noch so human ist und dass das hier dann so schaffbar ist, wie ich es gerade mache. Der wird wieder genau da landen, wo er die ganze Zeit auch gelandet ist. Das ist echt fest vorprogrammiert, glaube ich. So, dann geht's da ja so ein bisschen... Nein! Nein, ich bin so... Oh, das war sogar richtig gut. Ein ganz kleines bisschen mehr Schwung. Aber gut, jetzt habe ich auf jeden Fall gewonnen, oder? Ja, wobei. Nein. Och, Mann. Ich komme da immer durcheinander. Ob man den Putt... Ich komme da immer durcheinander. Wenn ich habe ich jetzt einen Putter, dann drücke ich nur einmal. Habe ich auch... Scheiße, Mann. Oh, nee, so einen Schlag kannst du ja nicht anbieten. Ach, das ist schwierig. Oh, egal, den nehme ich so, glaube ich. Ja, wobei der ist richtig weit weg, ey. Kann man das vorspulen? Das macht mich aggressiv. Gewinne gegen Luigi. Ja, ja, ja. Super Luigi. Super Schlag. Wow. Richtig toller. Ja, wobei, nee, ich lass mal bei 110. Ja, der ist auf jeden Fall. Der fliegt viel zu weit. Warum? Ja, das kannst du doch in eine Tonne kloppen, so ein Mann! Kacke! Oh, Mann! Das ist so schwierig, Leute. Ihr macht euch kein Bild davon. Ihr macht euch einfach kein Bild. Das ist so schwierig. Hast du Golf schon mal gespielt auf dem NES? Nee, wahrscheinlich nicht. Und er macht immer das Gleiche. Also der ist wirklich durchweg durchprogrammiert. Das ist immer der gleiche Schlag. So. Es sind noch 70 Yards. Ich darf auf... Und ich habe Rückenwind. Ich bin so behindert. Hat das jetzt als Schlag gezählt? Oh.
Meine Ausgangsposition war echt nicht so schlecht, ey. Und jetzt... Och, Mann. Warum zählt das denn als Schlag? Wenn man den Ball nicht schlägt, dann ist es doch auch kein Schlag. Warum kann man denn dann sowas nicht mal sich erlauben? Das ist doch richtig kacke. Ne, das finde ich jetzt... Finde ich jetzt echt nicht gut. Ja, aber der braucht doch 5 Schläge, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das heißt doch, ich habe jetzt wieder hier, falls ich jetzt treffe, ist es wieder ein Unentschieden. Ja, komm. Mann. Ich kann es nur immer wieder probieren, bis es irgendwann klappt. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Soll ich den Part beenden und deshalb... Ich meine, die letzte Aufgabe wird ja auch nochmal lange dauern, oder? Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Warum kann man das nicht einfach überspringen? Ich will das nicht immer sehen. Das macht mich aggressiv. So, 90 Yards. Es ist Rückenwind. Und ich habe ein 110er Eisen. Was auch immer man dazu sagt, keine Ahnung. Das heißt, ich mache bis da und dann so ungefähr. Das war jetzt gar nicht so schlecht. Jetzt macht er wieder seinen Standardschlag. Ole, ja, wunderbar. Boah, es ist... Und der rollt noch. Ja, wunderbar. Ach, fuck! Ja, das hätte ich direkt machen müssen. Ich habe wieder nicht überlegt. Wenn ich im hohen Gras putte, muss ich natürlich volle Kanne durchziehen. Ich weiß auch nicht, was ich da gerade im Kopf hatte. 254. Ja. Nicht das Gelbe vom Ei, aber immerhin. Was stand? Ich will es gar nicht wissen. Ich will gar nicht wissen, was da stand. Ich will es gar nicht wissen. So. Die Hälfte. Ja, komm, Alter. Das muss doch jetzt gut sein. Und jetzt putt den gleich bitte richtig rein. Bitte, bitte. Ich würde mir selber die Füße küssen, wenn es klappt. Ich kann nicht mehr, bitte. Bitte. Was soll da jetzt schief gehen? Oh, ich dachte gerade, was passiert hier? Es geht bergab. Ich darf nicht zu feste machen. Nein! Ich hab aber... Oh nein! Reicht das denn jetzt? Oh, danke! 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 Ey! Ich weiß gar nicht, ob man hier keine Regenbogensterne kriegen kann. Wahrscheinlich kriegt man hier immer Regenbogensterne. Boah. Ich habe übrigens das Internet an. Also hier sind Beiträge und so.
Aber bei Golf ist kein einziger. Nirgendwo. Woran das wohl liegt? Hat niemand gespielt wahrscheinlich. Schlage ein Hole in One. Ja. Ich würde sagen, damit sind wir angekommen beim Unmöglichen. Hä? Wie ist der jetzt? Der ist aufs Wasser geklopft und dann... Wahrscheinlich muss ich einfach nur einen perfekten Schlag machen. Das schaffe ich nicht. Ich schaffe dieses Hole-in-One nicht. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, nee. Ich habe gestern NES Tournament Golf. Ich habe gestern gegoogelt, weil ich so erstaunt war. Mal gucken. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Okay, ich hab jetzt gerade mal kurz nachgeguckt. Da steht tatsächlich, es ist alles schon perfekt eingestellt. Ich muss nur fast 100% und halt fast genau in die Mitte. Seien wir mal ganz ehrlich, so schwierig ist es gar nicht, oder? Ich meine, ja, aber ich habe ja schon öfters mal so einen perfekten Schlag hinbekommen. Das ist jetzt natürlich eine Frage von... Ja, ja, ja! Oh, bitte. Nein, 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 wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Bitte, 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 bitte. Nein, nein, wie konnte das passieren? Was ist da gerade falsch gelaufen? Ich dachte, das war's. War das jetzt zu feste, oder? Hä? Das war doch alles perfekt. Was ist denn passiert? Was ist denn nur mit uns passiert? Sag mal, weinst du oder ist es der Regen? Der von deiner Nasenspitze tropft. Sag mal, weinst du? Och Mann, das war doch perfekt. Warum hat er nicht gepasst? Ich heule. Ich heule. Ich heule unfassbar sehr. Ich schaff das nicht. Ich werde niemals ein Hole in One schlagen, weil ich habe auch noch Pech. Was war das sonst? Ich meine, der war doch perfekt in der Mitte und war gut mit der Power. Warum ist denn... Oh ja, bitte, bitte, bitte. Ja! Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Nein!
Oh Mann, nein, nein, was ist das? Oh nein. Nein.